In dieser alten Kirche entsteht ein Haus. Wohnraum für eine Familie, einfach zusammengesetzt aus Holzklötzen. Das alte Gemäuer steht unter Denkmalschutz, deshalb dieses ganz besondere Bauvorhaben, um die Kirche wohnlich zu machen. Es ist so simpel, so nachhaltig. Ein einziges Material, ein Baustein als Mauerwerk, besser geht's nicht. Der Bauherr ist begeistert vom Bauklotzprinzip. Wir haben echt ein paar Quadratmeter geschafft und das ist einfach nur klasse. Die Klötze werden nicht gemauert, sondern einfach zusammengesteckt. Dabei kommen Dübel und Luftdruckwerkzeug zum Einsatz. Den Rohbau mit etwa 1000 Holzklötzen schaffen Bauherr Urban Andres und sein Sohn in nur wenigen Wochen in Eigenregie. Auch auf dieser Baustelle stand der Rohbau schon nach wenigen Tagen. Hier in Tübingen wurden die Klötze erfunden von der Firma Trickbrick. In der Werkstatt werden die sogenannten Bricks in mobilen Produktionszellen gefertigt. Aktuell bauen hier noch Menschen die Steine zusammen. In Zukunft sollen das Roboter übernehmen. Aufgrund der Kleinteiligkeit unserer Bricks können wir Hölzer niedrigerer Qualitäten einsetzen und erweitern damit das Spektrum des einsetzbaren Holzes um Millionen von Kubikmetern. In jedem einzelnen Klotz werden die Einzelteile mit Holzdübeln miteinander verbunden, ganz ohne Leim oder andere Verbindungsmittel. Das Steckprinzip und der kleinteilige Aufbau machen die Bricks in sich stabil. So eignen sie sich ideal für den Hausbau, selbst 8 Geschosse sind kein Problem. Aber warum überhaupt bauen mit Holz und nicht etwa mit Beton? Frank Kasprusch lehrt nachhaltiges Bauen an der Universität Kassel und kennt die Vorteile. Holz als zukunftsfähiges Material ist, glaube ich, schon fast selbsterklärend. Das Material wächst, wir müssen es nicht herstellen, wir müssen es nur verarbeiten. Ja, das ist ein ganzer Schritt weniger zu allen anderen Baustoffen. Ich denke, wir haben in dem Werkstoff Holz so viele Möglichkeiten. Einige Holzkonstruktionen der Zukunft werden in der Roboterwerkstatt der Uni Kassel getestet. Philipp Eversmann entwickelt Bauteile aus Holzfurnieren. Gefertigt mit Hilfe von Robotern sind sie so stark, dass sie in Zukunft sogar Stahlkonstruktionen ersetzen können. Und das auch in großen Bauprojekten, denn sie sind ganz besonders leicht. Normalerweise hätte man eben diese Stütze dann in Vollholz und das heißt, man spart tatsächlich wahrscheinlich irgendwo 80-90% an Gewicht für das Ganze. Also ein Ultraleichtbau. Also extrem leicht, Holz ist ja eh schon leicht, aber im Vergleich zu Beton. Solche Ultraleichtbauten sparen Rohstoffe ein, denn sie benötigen wesentlich weniger Material. Doch die Konstruktion ist schwieriger zu planen, die Tragwerke müssen extremen Belastungen standhalten. Dazu wird sehr dünnes Holz von Robotern in Form gewickelt. Diese präzise und effiziente Arbeitsweise, ähnlich wie bei 3D-Drucktechniken, ermöglicht es, besonders hohe Bauteile herzustellen. Holz ist jedes Mal ein bisschen anders. Es kann irgendwo ein Astloch sein oder Teile, die man heutzutage nicht genau weiß, wie viel sie halten. Dadurch, dass wir es so dünn verwenden, merzen wir eigentlich so diese ganzen Unregelmäßigkeiten ein bisschen ein Stück weit aus. Und das Material ist viel homogener, als wenn wir das Vollholz verwenden würden. Dadurch können die Forschenden Holz nutzen, das sonst keine Verwendung im Bau finden würde. Eine ähnliche Idee verfolgen auch die Tübinger Holzsteinerfinder. Bei ihnen kommt zusätzlich Holz von kranken und toten Bäumen zum Einsatz, das für den Bausektor normalerweise keinen Nutzen hat. Kalamitätsholz, also Schad- und Schwachholz, fällt in Deutschland total viel an. 2021 allein 44 Millionen Festmeter. Das ist mehr als die Hälfte des gesamten Holzeinschlags. Dementsprechend macht es einfach Sinn, dieses Holz jetzt auch beim Bauen einzusetzen, was bis dato nicht möglich war. Die Firma setzt auf kurze Wege. Das Holz wird keine 10 Kilometer entfernt in einem Sägewerk zugeschnitten. Bisher wurde Schadholz nur für Wegwerfprodukte genutzt oder verbrannt.
Krass, so stark befallen habe ich es noch nie gesehen. Das ist eigentlich klassisch kein Bauholz mehr. Und in dem Trick Brick haben wir halt die Chance, diese Hölzer, die jetzt nicht von der allerbesten Qualität sind, langfristig eben zu binden im Wirtschaftskreislauf. Ja. Und damit wird dann natürlich das auch zu einer CO2-Senke. In den Klötzen bleibt CO2 gebunden, das beim Verbrennen des Holzes frei würde. Ebenso wichtig, Holz ist in Deutschland nur begrenzt verfügbar. Aber würden in Zukunft alle unsere Wälder zu Nutzwäldern, wäre das eine Gefahr für die Biodiversität. Denn auch tote Bäume sind Lebensräume für unterschiedlichste Tiere und Insekten. Es braucht also Schutzgebiete, die nicht für den industriellen Anbau zur Verfügung stehen. Laut einer Studie des WWF und der Universität Kassel ist die Nachfrage in Deutschland besonders hoch. Knapp 1,2 Kubikmeter Holz pro Kopf im Jahr. Schon heute reichen die einheimischen Ressourcen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Rund ein Drittel des Holzes wird zum Heizen und zur Energieerzeugung genutzt. Das ist problematisch, denn landet Holz in einem Verbrauchsprodukt oder wird verbrannt, verliert es seinen Nutzen zur langfristigen CO2-Speicherung. Urban Andres setzt auch bei Dämmung und Putz auf nachhaltige Materialien, Schafwolle und Lehm. Wir können hier etwas Reversibles und Warmes hinbekommen. Das heißt, wir kriegen diesen alten Bestand eines Hauses, der im Winter einfach kalt ist, in eine warme Zukunft. Aber wie sieht es mit Schimmel und Wärme in einem Haus ohne Kirchenhülle aus? Das ist schließlich Wind und Wetter ausgesetzt. Auch hier kann mit nachhaltigen Materialien gedämmt und verputzt werden. Einen Unterschied zu einem klassischen Haus sieht man am Ende nicht. Gut verpackt mit Dämmplatten und mineralischem Putz hält es viele hundert Jahre. Die Kasseler Forscher haben das Ziel, Baumaterialien so lange wie möglich und auch mehrfach zu verwerten. Das gelingt mit Holz viel leichter als mit Beton. Wie viel von dem Holz recycelt werden kann, entscheidet sich schon bei der Planung eines Bauwerks. Die Wege, damit es sinnvoll recycelt werden kann, sind eigentlich in der Konzeption zu sehen, dass man die Bauteile so entwirft, dass man den Rückbau auch schon mit plant, wie man das Ganze auch wieder auseinandernehmen kann. Am besten erstmal wiederverwenden kann in einem neuen Projekt oder dann in dem sozusagen schlechtesten Fall, dass man das Ganze recyceln, auseinandernehmen kann und wieder in den Stoffkreislauf zurückführen kann. Die Tübinger Bausteinhersteller fertigen erste Klötze testweise aus altem Bauholz, etwa aus Abrisshäusern. Dafür müssen sie alle Nägel und metallischen Verbindungsstücke entfernen. Wir haben alte Holzbalken gekauft, die tatsächlich dann hier aus der Region stammen. Und da haben wir wirklich mal den absoluten Worst Case bestellt. Man sieht das ja hier auch an der Qualität. Und damit testen wir jetzt eben weiter, wirklich rückgebautes Altholz wieder in Form unserer Bricks in die gebaute Umwelt zu bringen. Urban Andres nähert sich seinem Etappenziel. In 2 Wochen soll das Untergeschoss fertig sein. Bis das Haus im Haus bezugsfertig ist, werden aber noch Monate vergehen. Denn Dämmung, Zwischenwände und Lehmverputz benötigen einiges an Zeit. Wir werden Weihnachten, wie es geplant war, dieses Jahr wohl eher nicht fertig. Ich hoffe mal, dass wir im Frühjahr oder dann spätestens im Sommer hier wirklich komplett fertig sind. Urban Andres macht es vor, nachhaltiges Bauen mit Holz. Und genauso leicht, wie er sie jetzt aufbaut, kann er sie beim nächsten Umzug wieder abbauen. Vielleicht nähern wir uns so dem Ideal einer Kreislaufwirtschaft an. Klotz für Klotz.